Hallo, in diesem Video wollen wir über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule sprechen. Zum einen, wo typischerweise Schmerzen auftreten und zum anderen, unter welchen Umständen typischerweise Schmerzen auftreten. Alles natürlich immer vor dem Hintergrund des Nervensystems. Hallo, mein Name ist Dr. Philipp Eckhardt. Ich bin Inhaber einer Praxis für funktionelle Medizin auf der Basis der funktionellen Neurologie. Und ich bin auch Gründer und Leiter der Neurolog-Akademie, einer Akademie für funktionelle Neurologie. Wenn ihr euch für das Thema Gehirn und Nervensystem auch und insbesondere in Bezug auf die Gesundheit interessiert, seid ihr bei mir goldrichtig und könnt gern meinen Kanal abonnieren. So, Schmerzen ist unsere kleine Serie, insbesondere Rückenschmerz. Wir wollen mal ganz kurz einen Blick auf die verschiedenen Regionen werfen und typische Aspekte, die dort auftreten können oder Zusammenhänge, die dort bestehen können. Nacken, was macht mein Nacken? Hält meinen Kopf. Was habe ich in meinem Kopf? Meine Augen zum Beispiel. Was ist das Interesse meines Gehirns, ein stabiles und scharfes Bild zu generieren, damit ich mich vernünftig in meiner Umwelt bewegen kann? So, da ist mein Nacken mitverantwortlich. Wir können einen ganz kleinen, schnellen Test machen. Und zwar einfach mal den Kopf nach rechts und links drehen. Einfach mal gucken, wie bewegt sich der Kopf und gibt es irgendwelche Schmerzen oder Einschränkungen. Gleiche nochmal mit geschlossenen Augen. So, einfach gucken, verändert sich irgendwas? So. Sehr wahrscheinlich wird es einige da draußen geben, die das gerade angucken und ausprobiert haben und die jetzt erstaunt feststellen, wenn ich meine Augen schließe, habe ich weniger, manchmal vielleicht sogar gar keinen Schmerz. Was bedeutet das? Und jetzt sind wir schon wieder mittendrin in der Neurologie, dass ich ein Problem in der visuellen Verarbeitung habe. Das kann an den Augen liegen, das kann am Gehirn liegen. Nicht unbedingt was Schlimmes, das ist einmal vorweg gesagt, sondern das kann einfach ein Wackelkontakt sein, könnte man sagen. Ich habe mir mal den Kopf angehauen, reicht schon aus. So ausgerutscht, Hinterkopf angehauen, reicht möglicherweise aus, um Störungen im visuellen System zu verursachen. Und das Gehirn fühlt sich dann durch visuelle Daten irritiert und verhindert das, indem es zum Beispiel sagt, aua. Das ist wieder das Thema Warnsignal. So, BWS, anderer Bereich, auch gerne genannt, vielleicht nicht so häufig wie HWS oder LWS, unterer Rücken oder oberer Rücken, aber auch durchaus häufig ein Bereich, insbesondere zwischen den Schulterblättern, typische Assoziation, weil hier auch lokalisiert und weil auch das dominierende mechanische System hier Atmung. So, was hat Atmung mit Neurologie zu tun? Natürlich alles Mögliche. Ich muss meinen Sauerstoffgehalt im Blut konstant halten oder managen. Ich muss meinen CO2-Gehalt im Blut managen. Dafür muss ich atmen und dafür muss ich mich bewegen. Die Atmung bewegt sich und dafür brauche ich meine Wirbelsäule auch. Das kann ein Grund sein für Beschwerden im Bereich der Brustwirbelsäule, Störungen in der Atemmechanik oder in der Atmung ganz allgemein. Noch weiter unten die Lendenwirbelsäule, Übergang, Schwerpunkt sitzt hier, typische Assoziation, Stabilitätsprobleme. Wer ist für Stabilität zuständig? Unter anderem das Gleichgewichtssystem. Also hier können Störungen vom Gleichgewichtssystem sich besonders auswirken. Das heißt, wenn ich eine Abweichung meiner Körperachse habe, die mein Gleichgewichtssystem falsch wahrnimmt und dadurch die Muskulatur im Rücken falsch ansteuert, kann es zu Fehlspannung in der Rückenmuskulatur kommen aufgrund eines fehlerhaften Signals des Gleichgewichtssystems. Was könnte die Ursache sein? Auch wieder eine Gehirnerschütterung könnte die Ursache dafür sein, ohne dass ich unbedingt Schwindel habe, sondern das Symptom könnte einfach Bewegungsschmerz in der Lendenwirbelsäule sein. So, ich hatte gerade angesprochen, Bewegung ein Thema. Es kann sein, dass ich in Ruhe keinen Schmerz habe, aber in der Bewegung, das ist so ein Umstand, unter den Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule auftreten können, logischerweise ziemlich häufig, aber auch Statik, einfach gerade dastehen, längeres Sitzen, diese Sachen. Möglicherweise eine andere Komponente, gerade auch neurologisch, nicht einfach nur an die Muskulatur gedacht, eine andere neurologische Komponente, die dahinter steckt, je nachdem, ob es ein Bewegungsproblem ist oder ein Statusproblem. Drittes Thema, Stress. Körperlicher Stress, Überbelastung, ganz normal, kann man mal Rückenschmerzen haben, wartet man ein paar Tage, vergeht meistens wieder. Psychischer Stress, anhaltender psychischer Stress. Wir wissen mittlerweile, dass es ein mathematisches Bewegungssystem gibt, was die Bewegung berechnet und ein emotionales, was die Bewegung bewertet. Im Sinne von, sollte ich das tun, darf ich das tun, ist das vielleicht gefährlich? Kommt aus verschiedenen Bereichen des Gehirns, geht beides dann auf das letzte Motorneuron, der Nerv zum Muskel und steuert damit den Muskel. Wir kennen das alle. Wir haben irgendwie Angst, sind angespannt oder zittern sogar. Und diese Zustände können natürlich auch quasi das emotionale Stressthema in den Körper und in den Rücken reinprojizieren.